bezahlen Anime nicht pro Stunde, bezahlen Anime auch nicht pro Minute und bezahlen Anime in den meisten Fällen auch nichts pro Fall. Du musst zum Beispiel ein Abo auf Crunchyroll, das kostet 5 Euro im Monat und nein, du kannst am Tag dann auch keine 4 Stunden, du kannst auch 5 Stunden, 6, 8, 9, 10, 11, 12, ist so viel du willst schauen. Bis dafür 10 Stunden am Tag. Das kostet 5 Euro im Monat. Du zahlst also 5 Euro für die 30 Tage mit 4 Stunden. 120 Stunden. 5 Euro. Ich finde, das ist angemessen. Also, denke ich, weißt du, wenn du noch keine Leute zwingst. Meines Erachtens könnte man ja, wenn etwas egal oder nicht legal ist, aber auch, um euch eventuell ein wenig auszuhelfen, zeige ich euch einfach mal ein paar legale Zeiten. Da hätten wir einmal Crunchyroll, Views, Netskino, Clipfish, Daisuke, ProSiebenMax. Das wären jetzt so die kostenlosen gewesen. Jetzt kommen wir zum kostenpflichtigen. Akiba Towers, Anime On Demand, Animax, Film Confect, Amazon Prime Instant Video, Maxdrop, Netflix. Und ja, ich kapiere es zu 100% und man sagt, nö, ich kaufe nicht alle Abos.